Ja, herzlich willkommen bei meinem neuen Video und wie ihr seht, ziehen da die Regenwolken schon herum wieder und es hat auch die letzten Tage massiv geregnet und deshalb wollte ich euch mal ein Video machen, wo ich euch zeige, wie bei mir das Regenwassermanagement funktioniert und wo ich überall Regenwasser sammle zum Gießen. Und ja, die Hauptquelle sozusagen ist hier vom Dach des Hauses bei der Regenrinne. Da kommt also das meiste runter. Da habe ich ab dem Frühjahr bis in den späten Herbst hinein die Regentonne stehen. Und ja, die letzten Tage habe ich wirklich alles angefüllt, was ich an Utensilien und Behältnissen hatte. Da jeder Baukübel und so weiter. Und wie ihr seht, habe ich mir hier beim Regenrohr so ein Kniestück drauf gemacht. Und da wird eben das Wasser in der Regentonne gesammelt. Und über den Winter ist dann hier ein gerades Stück runter. Und das überschüssige Wasser im Winter läuft dann hier einfach in die Wiese, beziehungsweise wenn die Tonne voll ist, läuft es natürlich hier auch einfach über und rinnt dann hier in die Wiese ab. Also das ist mal die erste und wichtigste Stelle, wo am meisten Wasser zusammenkommt. Ja, hier seht ihr eine andere Stelle meines Gartens. Da war der Nachbar so freundlich, beziehungsweise hat er gemeint, er braucht das Regenwasser nicht, er sammelt das Regenwasser nicht. Er würde mir hier die Dachrinne sozusagen auf mein Grundstück rüber durchstecken und das habe ich natürlich auch gleich genutzt. War für mich okay und jetzt habe ich hier ein zweites Fass stehen, wo halt auch Wasser zusammenkommt. Und hier daneben, da hatte ich noch Platz, da stehen jetzt zwei weitere Fässer. Wenn also das Fass beim Haus oder das Fass hier nebenan voll ist, dann kann ich hier umschöpfen und wie ihr seht, da habe ich überall einen Deckel drauf. Die sind jetzt nach den massiven Regenfällen also auch voll. Und warum den Deckel drauf? Auch diesen Tipp kann ich euch geben, wenn das Regenwasser ein paar Tage steht, so wie hier in der offenen Tonne, dann habt ihr recht schnell hier die Gelsenlarven drinnen. Und ja, damit man sich hier nicht die eigenen Gelsen züchtet, ist für mich die wichtigste Methode, die Fässer abzudecken und einen Deckel drauf zu geben. Dann können die gar keine Insektenlarven oder keine Gelsenlarven hier abgelegt werden im Fass. Andere Methode wäre, dass man ins Wasser einen Löffel Öl hineingibt. Dann schwimmt oben eine Ölschicht. Dann können die Gelsenlarven zum Luftholen nicht auftauchen. Ja, von der Methode bin ich nicht so begeistert. Jedes Mal, wenn man mit der Gießkanne oder mit dem Kübel dann eintaucht und sich Wasser holt, hat man dann die ganze Gießkanne voller Ölfilm. Also für mich ist die Methode mit dem Deckel sicher die einfachste. Ja, und die Ecke meines Gartens kennt ihr ja auch schon. Da habe ich euch schon mal ein Video gemacht vor einigen Monaten, wie ich hier die Dachrinne montiert habe, um auch hier das Regenwasser zu sammeln, das von der Gartenhütte zusammenkommt. Und wie man sieht, auch da kommt einiges zusammen. Also in den letzten Tagen hat sich auch das große Fass hier, das ist ein 200 Liter Fass, gefüllt und auch das kleinere daneben, das ist glaube ich ein 150 Liter oder 120 Liter Fass. Das ist auch voll geworden. Also das zahlt sich also auch aus, selbst kleinere Flächen, dann das anfallende Regenwasser zu sammeln. Und ein Tipp noch dazu, wenn ihr die Fässer wählt, beziehungsweise die Gießkanne dazu. Hier war ich recht motiviert, habe gleich eine 13 Liter Gießkanne gekauft. Damit komme ich gut in das große Fass hinein, aber ihr solltet natürlich schauen, dass ihr möglichst Fässer nehmt mit einer großen Öffnung, dass man mit der Gießkanne auch vernünftig hineinkommt, oder eine kleinere Gießkanne, eine 10 Liter Kanne vielleicht nehmen. Und dass ihr da gut bis runter kommt, damit ihr hier immer das Wasser entnehmen könnt. Ja, die blauen Fässer sind natürlich nicht allzu schön anzusehen. Gibt es natürlich auch grüne in jedem Baumarkt, gibt es auch in eckiger Form und so weiter. Die waren halt bei mir schon da im Garten und die verwende ich natürlich weiter. Halten auch im Prinzip ewig. Also wenn man sich die einmal besorgt, hat man die viele, viele Jahre und kann die sinnvoll nutzen, um Regenwasser zu sammeln. Ja, warum sammle ich das Regenwasser überhaupt? Es ist natürlich ein ideales Gießwasser, hat einen guten pH-Wert und ist nicht so kalkhaltig wie das Leitungswasser. Und
und eignet sich daher ideal zum Blumengießen oder zur Gartenbewässerung. Ja, hier seht ihr nochmal diesen Rinnenstutzen, der kommt dann im Winter an die Dachrinne dran. Wenn ich hier das Fass nicht stehen habe, dann rinnt das Wasser eben hier direkt in die Wiese. Oder ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr das nicht dauerhaft sammeln wollt oder nicht dauerhaft die Regenrinne einkürzen wollt, gibt es auch so Stücke zum Einsetzen, die man irgendwo oberhalb der Rinne montieren kann, also oberhalb des Fasses, wo man dann einfach aufklappen kann. Ich blende euch das noch ein, wo man dann aufklappen kann und das Wasser herausrinnt in das Fass und dann einfach wieder verschließen kann und die Rinne geht dann zum Beispiel weiterhin in den Kanal. Ja, und noch eine Idee möchte ich euch mitgeben. Ich habe mir auch schon mal überlegt, die Regenrinne hier einfach nach unten zu führen und unterirdisch neu zu verlegen und hier in der Wiese angrenzend einen großen Tank einzugraben, so einen 2.000-3.000 Liter Tank. Das wäre natürlich hier in der Wiese schön möglich gewesen und dann hätte ich mir da einfach mit einer Pumpe das Wasser direkt herauspumpen können. Bin aber von der Idee wieder abgekommen. Erstens die Grabarbeiten, dann ist das Ganze nicht so billig, so ein Tank kostet natürlich auch ein bisschen was. Dann hätte ich hier wieder eine Pumpe drin gebraucht und einen Stromanschluss, um das Ganze im Garten zu verteilen, das Gießwasser. Also bin ich bei meiner Regentonne geblieben. Das wäre mir zu aufwendig und zu teuer gewesen. Die Tonnen, die habe ich, wie gesagt, ewig. Und ja, dann gehe ich mit der Gießkanne durch den Garten und gieße da händisch. Ist für mich auch kein Malheur. Aber wäre natürlich bequem, wenn man das gleich hier hätte. Und man könnte natürlich auch mehr Wasser sammeln, wenn man hier einen großen Tank hätte, unterirdisch. Und das dann von hier mit einer Pumpe im ganzen Garten verteilt. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Vielleicht waren ein paar nützliche Tipps dabei und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das bei euch macht, ob ihr schon in größeren Gefäßen oder Gebinden sammelt oder ob ihr auch so ein, zwei Regentonnen wie ich stehen habt und da halt händisch umschöpft. Ja, würde mich über Rückmeldungen freuen und natürlich, wenn ihr den Kanal liked und abonniert. Ciao!